zu meiner Sissy. Oh, oh, waren wir das? Was isst du? Hühnerfüße. Schmeckt's? Ja. Leider ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Channel. Heute von unterwegs. Wir fahren Richtung Köln zu meiner Schwester. Wir bleiben nämlich über Ostern dort und dann, genau, verbringen wir schöne Familientage. Und das muss ich natürlich alles mitvloggen für euch, weil es wird wieder spaßig, lustig, was wird aufregend. Wir haben einige Sachen vor und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Einfach so zum Entertainment für euch, zur Unterhaltung, dass ihr Spaß habt, dass ihr gute Laune bekommt, ja, dass wir euch ein Lächeln zaubern können in euer Gesicht. Genau. Ein paar Minuten der Fröhlichkeit, der Freude und... Sag mal, habe ich hier noch Krümel? Ups. So, ihr Lieben, wir sind jetzt auf der Höhe von Montabaur. Hier ist dieses Style Outlet. Also solltet ihr mal hier vorbeifahren, kann ich euch empfehlen, hier rauszufahren. Hier gibt es nämlich, was gibt es denn hier, so das Klassische halt, ne? Adidas, Nike, Starbucks. Meiner Sissy. Oh, oh, waren wir das? Ich weiß nicht. Ich glaube, er war das. Ah, wie viel bist du gefahren? 105. Und wie viel ist hier? 100. Ja, gut, dann war er das. Ich muss euch was erzählen. Letztens. Leonie war, keine Ahnung, in ihrem Zimmer, hat gespielt. Und dann habe ich mich so leise angeschlichen und habe sie einfach nur beobachtet. Und die spielt ja so süß, ne? Also sie, wenn sie will, kann sie schon echt schön alleine spielen, aber meistens will sie halt, dass Mama mitspielt. Und dann bin ich in ihr, also habe ich sie so beobachtet und dann hat sie mich wieder entdeckt. Dann habe ich gar nichts gesagt und habe einfach nur Peace-Zeichen gemacht. Dann guckt sie mich an und dann sagt sie Peace und macht so Peace. Oh, Leonie ist so cute. Die ist so süß. Habe ich dir das erzählt, dass sie das so gemacht hat? Schon, ja. Ja. Leute, morgen fahren wir nach Düsseldorf. Genau, in die Asian Area, Chinatown. Gibt's? Heißt es überhaupt Chinatown in Düsseldorf? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Es gibt auf jeden Fall ein Viertel. Da gibt es halt die Chinesen, da gibt es ein Viertel, das sind die Koreaner und ein Viertel, das sind die Japaner und die Vietnamesen natürlich. Ja, sau cool, wir gehen hin. Mein Cousin wohnt ja dort, von meiner Mutter, ihr kleiner Neffe. Und ja, so klein ist er nicht, der ist viel älter als wir. Vor allem viel älter als ich, ich könnte seine Tochter sein. Seine Tochter ist, glaube ich, stimmt, seine Tochter ist mit mir, also mein Jahrgang. Und dann, genau, ja, also dadurch, dass meine Mutter die Jüngste halt ist auch von ihren Geschwistern und ich die Jüngste bin, sind dann halt ihre Neffen und Nichten, genau, ziemlich älter als ich halt. Hat man das jetzt gecheckt? Ja, auf jeden Fall, egal. Sind wir halt eine Big Family. Ja, wir fahren nach Düsseldorf und wir treffen uns mit denen. Und dann gehen wir, oh my gosh, Babilito, wir gehen Dim Sum essen. Freust du dich? Sehr. Ja, also mein Mann hat ja noch nicht so richtig Dim Sum gegessen, oder waren wir schon mal zusammen? Ja, in Dubai. Ja, in Dubai waren wir, genau, Din Tai Fung waren wir. Genau, aber das ist nicht das Gleiche? Nicht ganz das Gleiche, es ist sehr, sehr ähnlich. Aber das ist nochmal so mehr taiwanesisch. Und morgen essen wir traditional Hong Kong Chinese Dim Sum. Cool, das können wir morgen. Auf jeden Fall vloggen wir das hier für unsere Community. Sagt man eigentlich auch zu den YouTube-Followern Community? Yes. Ja,
ne? Also wie bei Instagram, ja. Genau, also an euch. Ja, wir freuen uns voll. Genau, also wir sind jetzt bei 125 Abonnenten hier auf unserem Kanal. Wir sind also natürlich noch ganz frisch in den Startlöchern. Aber wir freuen uns auf die Reise mit euch und wir finden es super cool, die 125, die schon mit dabei sind. Und ja, dass ihr uns hier begleiten möchtet. Bleibt dabei. Wir zeigen euch einfach, wie unser Leben ist. Voller Positivität, voller Freude, Motivation und Fun. Genießt das Leben. Genau, genießt das Leben. Träumt nicht euer Leben, sondern lebt euren Traum. Jetzt werde ich ganz schön. Ja. Nee, jedenfalls, wir gehen morgen nach Düsseldorf und wir freuen uns total. Düsseldorf ist auch so eine richtig coole Stadt, die hat zwar leider jetzt morgen zu, weil morgen ist ja Feiertag. Aber Hauptsache Mampf gibt's. So, wir sind da. Finally. Wunderschönes Wetter haben wir mitgebracht. Ist ja klar, wir bringen immer gute Laune und gutes Wetter. Gell, Leonie? Onkel. Onkel, genau. Wir sind bei dein Onkel und bei Dai. Are you ready to rumble? Wow. Schön habt ihr es. Und? Oh, Leute, guck mal, was ich entdeckt habe. So, Leonie, Dai hat ihr auch was Feines zu essen gemacht. Sag mal. Schau mal, Leonie. Und wo ist der Zerlöffel? Opala, vergessen. Das erste Ei hat sie. Oh. Haben wir irgendwie so ein Körbchen? Wow. Noch ein paar haben schon. Wie viele sind es denn insgesamt? Weiß ich nicht. Bestimmt 10. Schau mal. Oh. Ein Rucksack für Leonie. Oh, wow. Wer ist das? Gut, wie süß. Na, no, Leonie, was hast du da? Pack mal aus die Tasche, hol mal raus, was ist denn da drin? Wir machen uns jetzt auf den Weg hier am Hang. Hier ist ganz schön steil, Leute. Leonie ist hinten mit ihrer Tante. Ist gut, die wird ausgepowert. Ui, wow. Guck mal, Leonie, wo wir schön spazieren gehen. So, ihr Lieben, ich gehe jetzt mal hier runter. Moment, das Gebüsch hier. Und such mal meinen Schwager. Sag mal, wo finde ich denn Ding? Liebstöckel. Da habt ihr das gewusst. Liebstöckel, das ist das Maggi-Kraut, ne? Ja. Hast du das gewusst? Ja, klar. Das ist voll geil. Ich bin ja Maggi-süchtig, ne? Ich habe früher nicht gewusst, dass Maggi-Kraut Liebstöckel heißt. Ich dachte, Maggi-Kraut heißt doch Maggi-Kraut. Und da kommt einer und sagt, ne, das heißt Liebstöckel. Ja, und also wer von euch kennt denn Maggi, diese Gewürzsoße quasi, in dieser schwarzen Flasche? Probiert mal den Geschmack und dann holt euch mal frische Liebstöckel, also Maggi-Kraut. Ey, Leute, richtig geil. Wow, cool. So, wo ist denn die Leonie? Oh, ja. Leonie, testet ihr gerade dein neues Gartenset. Das ist cool. Nein, so. Komm, halt die Gießkanne drunter, machen wir Wasser rein, hier. I'm not afraid to die.
bei meiner Sissy im Car und wir fahren jetzt Richtung Düsseldorf. Ich habe euch ja erzählt, wir gehen nämlich Dim Sum essen. Freust du dich? Wenn es das gleiche Essen ist, was ich in Dubai gegessen habe? Oder ist es noch besser? Noch besser? Yes. Dann auf jeden Fall, ja. So, wir sind jetzt hier im schönen Düsseldorf angekommen. Ich war hier schon lange nicht mehr. Früher waren wir sehr oft da. Also in welches, wie heißt es jetzt, wo wir hingehen? Wie heißt es? New City. New City. Schaut mal, Leute. So. Hallo. Hallo. Willkommen. Wir so, hallo. Und? Wie geht's? Gut? Was isst du? Hühnerfüße. Schmeckt? Ja. Leider ja. Nee, danke, ich esse erstmal. Ich esse das. Und das. Char siu pao ist das. Chinese Dumplings. Nicht Dumplings, sondern Dampfnudeln. So, wir sind jetzt schon wieder ein bisschen länger bei meiner Schwester hier angekommen. Leonie schaut gerade Bobo Siebenschläfer und trinkt ihre Milch. Und wir haben uns noch die Reste eingepackt. Wow. Tintenfisch, Hühnerfüße. Okay, das ist jetzt nichts für schwache Mägen. Das ist Rindermagen, gell? Rinderkuttel, oder? Und Wantan mit Garnelen gefüllt, also chinesische Teigtaschen. Und das sind Mini-Dumplings, auch mit Garnelen. Chinesische Dampfnudeln, gefüllt mit Fleisch und Soße. Und hier haben wir noch gebratene Reisnudeln. Ja, wir konnten heute bei New City, Dim Sum House, leider nicht so viel filmen, weil wir waren schwer beschäftigt mit Leonie. Bon Appetit, Leute! Ihr Lieben, wir sind inzwischen daheim angekommen. Früher als geplant. Wir wollten eigentlich verlängern, also ein paar Tage länger bleiben und uns noch mit den M&Ms dort treffen, mit meinem Bruder und meiner Schwägerin. Die sind da jetzt doch kurzfristig nicht gekommen. Also haben wir gesagt, okay, wir fahren dann auch schon nach Hause. Deswegen war es das auch schon hier von meinem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen, unser Ostern bei meiner Schwester. Und ich hoffe, ihr konntet coole Eindrücke bekommen. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Dann würde ich sagen, wir sehen uns sehr, sehr bald wieder im nächsten Video. Es kommen wieder so viele coole Vlogs auf euch zu und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Deswegen, ich freue mich sehr, wenn euch das Video gefallen hat und ihr uns ein Like da lasst. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, vergesst nicht, die Glocke zu klicken. Ding dong! Also bis ganz bald, ihr Lieben. Ciao!